Und da ist der Übeltäter. Also ja, ich habe ja vor 2 Folgen gesagt gehabt, diese Anzeige kam mit plus 12 und plus 16 und wo man die Altersgruppe auswählen sollte. Danach kam auch noch eine Frage, welche Sprache ich nehmen sollte. Da habe ich natürlich wieder Deutsch genommen, weil es wäre komisch, jetzt noch so kurzfristig zu ändern. Und dementsprechend wurden wohl auch die Hotkeys angepasst. Dass nicht M wie Map ist, sondern K wie Karte. Nein. M. So, doofes Ding. Spiel an. Also hätte ich einfach nur ein Feld hochklicken müssen. Na gut, was soll's. Wir haben hier jede Menge Räume noch nicht ausgeleuchtet. Ja, gut was zu tun. Jetzt springen wir aber erstmal wieder hier rein. Da hoch. Da hoch. Da hoch. Genau. Warum steht die Tür da hinten offen? Das muss doch ein Bug sein. Und die Lampe, die noch fehlt, ist die bei den Orks. Okay, das kriegen wir hin. Irgendwie. So, jetzt musst du nur dran vorbei. Dich umdrehen. Dann hauen wir dir in den Rücken und schießen ihm an den Rücken. Oder ins Gesicht. So. Kleiner Rubin. Kleiner Rubin. Ist ja nicht so, dass du gerade brennst, ne? Und dir jemanden in den Rücken geschossen hast. Musst ja nicht dich umdrehen oder so. So. Du mit, du an. Alles hell. Sehr schön. Oh, sehr viele Fledermäuse. Jetzt wollen wir aber erstmal bei dem Shop weiter gucken. Also bei dem Kartenabschnitt mit dem Shop, genau hier. Also wir sind, als wir da reingegangen sind, kamen wir in den extra Raum mit den Shops. Da sind wir raus und kamen irgendwo hier hin. Und dann kam diese Schießerei-Geschichte. Ich guck mal, ob ich irgendwie hinterrücks da von oben vielleicht raufgesprungen komme. Oh. Sind das Skelette? Die Dinger da? Ich glaube schon, nehmen wir mal Hammer raus. Sind definitiv Leute in Rüstung und da sind Hämmer immer gut. Okay. Geistermaterie. Um nicht zu sagen Ektoplasma. Ghostbusters habe ich auch lange nicht mehr gesehen. Au, 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 au. Ja, komm, komm mal runter, Drache. Die können bestimmt keine Leitern klettern. Nö. Taha, bist eine doofe Rüstung. So, F5. Heilen. 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 So, wieder hoch. Tonk, 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 tonk. Tonk, tonk. Das sind Eisrüstungen, okay. Ist das wieder ein Zugang zu der Bank? Nein. Das ist keine Bank. Goldene magische Essenz. Das wird hier immer abgefahrener. Die Helme da sehen auch nicht gerade sehr einladend aus. Hä? Wie jetzt? Moment mal. Kann man hier irgendwie... Oh. Der Zauber des Schlafes ist ideal, um Feinde für eine Weile bewusstlos zu machen. Das Beste ist, dass der Zauber direkt über dem Ziel wirkt, keine Distanz zurücklegen muss und nicht verfehlen kann. Achso, so könnten wir die alle in einer Reihe schlafen legen. Hm? Wünschst du einen bestimmten Feind einzuschläfern, visiere ihn an und spreche den Zauber. Der Zauber wird über ihm ausgeführt, selbst wenn andere Kreaturen in der Nähe sind. Möchtest du eine ganze Gruppe von Feinden einschläfern, visiere am besten keine Monster an und spreche den Zauber mehrmals, bis alle Monster eingeschlafen sind. Große Wächter sind immun gegen mentale Zauber, nicht jedoch die von ihm beschworenen Monster. Mhm. Hast du schon den Schlafzauber, nutze ihn gegen Helme, ohne sie anzuvisieren. Sobald sie alle eingeschlafen sind, kannst du sie einzeln töten. Okay, also das Spiel geht jetzt davon aus, dass wir den Schlafzauber bereits haben. Karte nicht verfügbar. Wird wahrscheinlich irgendwo unten gewesen sein. Das heißt, jetzt machen wir es auf die brachiale Tour. Wir nehmen einmal ihn hier.
warten, bis sie ein bisschen regeneriert hat. Und springen dann da einfach runter. Moment mal, wir kommen mit dem Hammer da gar nicht so weit hoch, ne? Pfeil und Bogen wird zu langsam sein. F2, F3, F4, F5. Jo, Eisbolzen. Geronimo! Wow. Au. Lalala. Au. Lalala. Schieß doch mal, kleiner Mann. Nee, du wirst nur von Feuerbällen getroffen. So. Goldene magische Essenz. Die ist garantiert zum Einschläfern. Das ist irgendwie immer so, wenn man kurz... Ich hab vorher auch schon da. Ja, war sie. Aber ja, wenn man kurz davor ist, irgendeine neue Zauberart zu bekommen oder kurz danach, dann wird man damit quasi totgeschmissen mit den Essenzen. Wow. Bosskampf? Fragezeichen. Sehr stylisch. Okay. Heilen. 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 F1. Und wir nehmen den Drachen raus. Weil das hier irgendwas Magisches ist. Und so viele Bücher, wie hier rumstehen, kann ich mir gut vorstellen, dass er magische Bücher beschwört, die zaubern können oder so. Und da wäre ein Feuerzauber bestimmt eine gute Sache. Und die Dinger hier sind bestimmt auch tierisch wichtig. Okay, hier ist der nächste Wächter. Zera, weißt du, mit wem ich diesen mal gegenübertrete? Dies muss die Bibliothek des großen Neuron sein. Ein riesiges Gehirn? Was ist dein Schwachpunkt? Vergeude keine Zeit mit Fragen, die keine Antworten haben. Ha, das ist fast so gut wie das Echo deines Gelächters in der ganzen Burg. Weißt du was? Ich brauche deinen Rat nicht. Was auch immer ich tue, ich töte ihn und nehme seinen Kram. Wir werden sehen. Das werden wir wirklich kurz noch vorbereiten. Hitzeaura. Schnelltaste. Nehmen wir mal 9. Pets können wir später auch noch manuell irgendwie machen. Den Drachen hätte ich gerne auf der 4. So. Haben wir noch irgendwas an Tränken zum Beispiel? Die können wir auch alle hier abrufen. Reckgeist, Stärke, Stärke. Ja, das macht alles einigermaßen Sinn. Geschwindigkeitstrank könnte noch wichtig sein zum Weglaufen. Aber ja, also F3 und F1 sind wichtig. Und jetzt gucken wir erstmal, was der Gegner so kann. So. Ich habe das Gefühl, ich brauche einen Bogen. Und es ist ein Gehirn. Wow, wow, wow. Hey, 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 was machst du da? Okay. Und bam. Oh, okay. Yeah. Du kannst ruhig schießen, Drache. Auch wenn ich gerade nicht hingucke. Und warum zum Geier komme ich da nicht an? Ah, okay. Visier den. Visier den Gegner an. Nein, 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 nein. Au. Der hat noch fast keinen Schaden genommen. Okay. Ja, ja. Bring den Drachen ruhig auch noch um, ist egal. Also wenn man vom Strahl getroffen wird, muss man irgendwas machen. Wahrscheinlich direkt zu ihm rutschen oder so. Oh. Lalalala. Schlafzauber. Sechs. Oh, wir haben den falschen Pet. Das falsche Pet. Oh. Ich glaube, die mögen ihn nicht. Und das war auch der falsche Zauber. So. Komm, schieß. So, einer kaputt.
Warum verlierst du immer das Anvisieren, sobald du dich bewegst? Das ist doch doof. So. Und wir brennen. Yeah. So. Hops. Irgendwie das Gefühl, wir sollten zuerst noch den Rest von der ganzen Umgebung da machen, bevor wir uns mit dem Boss anlegen. Obwohl die meisten Bosse ja relativ einfach waren, sobald man... Das wäre richtig. Also ja, die meisten Bosse waren relativ einfach, sobald man einmal durchschaut hat, wie sie funktionieren. Aber ja, hier in der Nähe schon aufräumen kann nicht schaden. Du mit da durch. Da raus. Und einfach durchlaufen. Genau, die sind nämlich gar nicht so stark, wie man denkt. Sieht halt nur cool aus mit diesen Dutzenden von Lila-Pfeilen. Ring der Präzision des Bären. Geil. Okay. Zusätzlicher Schaden mit Frost. 5%. Hm. Arcana Schock. Lauter Schriftrollen, die er nicht lesen kann. Ring des Verstümmelns. Oh, zusätzlicher Schaden mit fast allen. So. Du auch noch an. Noch mehr goldene magische Essenz. Bücher nicht anfassen. Brauchst du eins? Frage die Bibliothekare. Die scheinen nicht so freundlich zu sein. Wenn das hier die Bibliothekare sind. Geronimo. So. Das ist ein Buch noch. Genau das da. Arkanimmunität. Ist dieses komische Hirnstrahl-Ding der Arkan? So, hier geht's dann wieder zurück. Okay. So. Da oben ging's direkt zu dem Boss oder war da noch irgendeine Abzweigmöglichkeit? Jo, war da eine Abzweigmöglichkeit, sehr gut. Dann nehmen wir doch mal die. Und hops. Langbogenpfeile können mit und da oben ist ein neuer Questgeber. Ist das nicht der Geist, dem wir schon zweimal geholfen haben? Au. So eine sehr interessante Tür. Ring des Schutzes der Elemente, das klingt sehr gut. Wie viele Ringe konnten wir tragen? Ich glaube 8. So, so. So. Mit Streitkolben, mit Äxten. Nee. Schutz gegen Feuer, Schutz gegen Frost. Ausrüsten. Wegstecken. Also einen Ring haben wir jetzt noch über. Streitkolben und Äxte plus 3%. Oder Schäden mit Frost. Und 5% ist auch nicht so wirklich viel. Wir kommen in einen Ring, lassen wir über. So, was haben wir hier? Nahkampfmeisterschaft. Stimmt, das könnte auch noch helfen. Wobei wir im Nahkampf nicht so gut an das Hirn rankommen. Ne? Aber ich denke, wir werden eine Nahkampfwaffe... Zwei Türen? Okay. Aber ich denke, wir werden eine Nahkampfwaffe ausgerüstet haben müssen, um halt über diese Seile runter zu rutschen und dann das Auge zu hauen. Aber ja, erstmal hier gucken. Feuerimmunität. Das hätten wir wohl auch bei dem Feuerhaufen benutzen können.